Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Wir haben jetzt einige Fragmente. Ich mag Fragmente fahren. Sehr viele Fragmente fahren. Außer das eine rote unten links. Das habe ich wenig. Naja, egal. Ja, sieht man an meinem Geld. Ich habe mir die ganze Zeit das weiße Dings gekauft und bin dann Fragmente vereinen gegangen. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir jetzt Fragmente farmen gegangen, bevor wir jetzt noch irgendwas machen, werde ich wirklich erstmal unser Schwert fertig machen. Würde ich sagen, ja. Doch, das machen wir. Wir beenden jetzt erstmal die Hauptquest in dem Sinne, dass wir das Schwert der Minish wiederherstellen. Hast du ein Fragment zum Feiern? Ja, hast du, okay. Ja, wenn wir schon mal hier sind, kann man ja mal ausprobieren. Ja, erstmal richtig hinsetzen. Jetzt mein Mikro ist irgendwie gerade. Kommt mir nicht so richtig vor. Oh! Ach, der wollte das Fragment vereinen? Okay, das ist sehr nice. Wenn das da ist, wo ich denke, dass es ist. Ja, ist es. Ja, okay. Das ist super, dass es freigeschaltet wurde. Freigeschaltet wurde. Oder so. Ja, bestimmt. Denn das ist, ja. Ein weiterer Schwertmeister. Und seine Fähigkeit ist auch richtig geil. Ist richtig, richtig nice. So, einfach hier durchsprinten. Kurz warten. Zack. Einfach weiter. Nein, was? Das war unlucky. Ja, ist okay. Ah Mann, okay. Er hat mich gesehen. So, jetzt. Kurz warten. Okay. So. Meine Güte, ich hasse diese Quest hier, ne? Ich hasse sie. So anstrengend manchmal. So. Wir müssen jetzt das letzte Mal, so gesehen, in die heilige Stätte. Denn dann passiert etwas. Und was da passiert, das werdet ihr gleich sehen. Heilige Stätte. Erstmal können wir unser Schwert komplett mit der Energie der Elemente, der vier Elemente aufladen. Oh yeah. Geil. Das Windelement wurde übertragen, die Kraft der vier Elemente wurde auf das weiße Schwert übertragen. Nun ist es das Schwert der vier. Du kannst dich jetzt vierteilen. Lädst du das Schwert mit Energie auf, indem du den Knopf gedrückt hältst und lässt ihn dann los, feuerst du einen Strahl ab, der versteinerte Menschen von dem Fluch des Hexenmeisters befreit. Das mache ich jetzt noch nicht, das ist alles random. Ich weiß gar nicht, ob man hier vorher schon rausgehen kann jetzt einfach. Aber da ist jetzt ein Gang frei. Hey, holla! Weil das heilige Schwert nun vollkommen ist, hat sich eine Tür geöffnet. Vielleicht führt sie in dem Raum, in dem das Geheimnis des Forts verborgen ist. So, okay, lass uns hineingehen. Kann ich auch einfach abhauen? Nein, kann ich nicht. Oh Mann. Gut, dann müssen wir das machen. Okay. Hallo? Oh. Hallo. Hey, Nanu, dieses Bild aus Glas. Es scheint auf dem Ort hinzuweisen, an dem sich das Forst befindet. Vor langer, langer Zeit, als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte, stiegen Minish vom Himmel herab, um einem Helden das goldene Schwert, das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert.
Das goldene Licht, Force, weilte lange bei der Prinzessin von Hyrule. Ja, so war das, nicht wahr? Du bist so unglaublich naiv, erst gibst du mir die Mütze der Wünsche und dann führst du mich hierher. Ich brauche euch nicht mehr. Oh, Barty. Jetzt weiß ich, wo das Force verborgen ist. Aber du kannst Prinzessin Zelda nicht vom Fluch des Hexenmeisters befreien, oder? Hey Doki, wach auf! Dieser Vati hat sich in den König verwandelt, um das Force zu suchen. Irgendwie hat er von diesem Ort erfahren und darauf gewartet, dass wir das heilige Schwert wieder beschaffen. Wenn die Darstellung auf dem Gasbild stimmt, ruht das Force in Zelda. Dieser Kerl wird bestimmt versuchen, Zelda das Force zu entreißen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er Zelda noch mehr antut. Beeil dich, Doki, wir müssen Vati aufhalten. Alles klar. Okay. Ja, und jetzt ist etwas mit dem Schloss passiert, Leute. Erstmal. Oh yeah. Zack, zack. Zack. Vierteilen. Ist das nicht cool? Hört ihr schon die Bossmusik? Hört ihr sie? Was ist denn hier passiert? Ja, oh nein, das ist ja. Alle sind zu Stein geworden, der Minister, die Soldaten. Genau wie Zelda. Das ist offensichtlich Vatis Werk. Seine Grausamkeit kennt keine Grenzen. Nun, Doki, nun ist es an der Zeit, mit der Macht des Schwertes der Vier, den Fluch zu brechen. Hoi! Oh yeah. Oh, Doki, wir sind gerettet, danke. Hier sind schreckliche Dinge passiert. Der König, der sich so merkwürdig benommen hat, war wirklich ein Vati. Wir wurden einer nach dem anderen schon von Vati versteinert. Und dann griffen die Monster an. Was ist nun mit diesem Schloss geschehen? Weiß ich nicht. Okay, er sagt das Gleiche. Hallo? Hey, bist wieder wach? Okay, sag's einfach gar nichts, alles klar. Dir reden wir gleich. Und jetzt noch der Minister. Ja, Doki, es ist schrecklich. Vati ist mit der versteinerten Zelda auf das Dach geflohen. Er führt sicher Böses im Schilde, du musst ihn aufhalten. Mach ich. Oh, hallo. Der richtige König von Hyrule ist hier irgendwo eingesperrt. Bitte suche, befreie ihn und komm gleich danach. Wir kommen gleich nach, okay. Ja, was ist das? Ist das wirklich das schöne Schloss Hyrule? Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass Vatis Kräfte so viel Unheil anrichten können. Der König und Zelda sind in Gefahr, beeil dich, Doki. Ja, alles klar. Okay. Ja, jetzt sind wir in dem Schloss und wir müssen halt erstmal den Weg wieder hinausfinden. Und diesen Weg müssen wir uns erstmal freimachen. Hier gibt's erstmal ein bisschen Stuff, geil. Eine Fee. Noch eine Fee. Ich habe ja keine mehr. Müssen wir also ein bisschen wieder einsammeln. Und wir haben auch immer noch erst zwei Flaschen, ne? Alter Vater, ey. Oh, das war geil. Und eine Fake-Tür. Alles klar. Wir müssen erstmal, soweit ich mich jetzt erinnern kann, hier hoch. Bin der Meinung, das war so. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, komm, bleiben wir einfach mal runter. War das nötig? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, das ist der König. Geht das schon? Nee, das geht nicht, okay. Wir brauchen also erstmal. Weiß ich gar nicht, was wir machen müssen. Ah, wir müssen woanders runterfallen, wie es aussieht. Ah, da ist eine Bombe, okay. Also eine Bombenwand. Kann ich die eigentlich da besiegen? Aua. Okay, ich kann keine Aktion mehr ausführen. Ah, okay, stimmt, so war das. Danke. Ich konnte gerade nichts machen, Leute. Stimmt, und jetzt mussten wir als kleiner Minisch hoffentlich nicht von diesem Teil getroffen werden, okay. Hier runterfallen. Zack. Jetzt. Hier oben. Durch. Ganz langsam.
und hier drin den Schalter betätigen. Und damit öffnen sich, glaube ich, beide Türen. Ja, beide Türen öffnen sich, sehr schön. König! Sei frei! Ah, nice. Hey. Ah, Doki, du hast mich also gerettet. Aus dir ist wahrlich ein Held geworden. Während ich versteinert war, sind im Schloss schlimme Dinge passiert. Ist das alles Fatis Werk? Ich bin der König und ich muss Fati besiegen. Doch ich kann gegen ihn nichts ausrichten. Doki, du hast das heilige Schwert. Du bist unsere einzige Hoffnung. Bitte rette Zelda mit diesem Schlüssel. Kommst du aus dem Verlies. Dankeschön. Alles klar. Sehr schön. Wir haben jetzt also einen Schlüssel, mit dem wir etwas weiter in diesem Schloss vordringen können. Das ist übrigens eine Fake-Tür. Nicht, dass ihr jetzt so gedacht habt. Doki, geh den Weg da. Das ist eine Tür. Das ist ein Schlüssel. Nimm sie. So. Wir müssen hier lang. Genau. Ich glaube, hier kommen wir auch relativ bald dann zum Anfang des Dungeons. Wir könnten uns erstmal hier die Truhe holen. Mit der Karte. Sehr schön. Da oben kommen wir nicht hoch. Okay, das heißt, wir müssen sogar hier lang. Und ich bin der Meinung, das ist jetzt auch der Anfang. Ja, okay. Hier sind wir im Anfang des Schlosses. Und sind wieder draußen. Alles klar. Die Wachen hier draußen interessiert gar nicht, was so abgeht. Schön da trotzdem noch. Und jetzt, Leute, da wir das Schwert der Vier haben, können wir jetzt erstmal einiges machen. Wir werden jetzt erstmal Fragmente vereinen. Viele, viele Fragmente vereinen. Wir fangen an mit diesem Fleckchen hier. Würde ich sagen. So. Willst du jetzt endlich mal ein Fragment vereinen? Immer noch nicht. Alter, was ist denn mit dir? Den will einfach nicht. Oder muss ich mit dem reden? Moment, ich... Es kann auch sein, dass ich mit dem reden muss. Hast du längst noch getroffen beim Tempel des Tropfens? Ich wusste es. Ich bin eben unschlagbar. Ja. Nee, will er nicht. Okay. Ja, dann halt nicht. Akzeptiere ich so. Machen wir das halt jetzt. Machen wir halt jetzt was anderes. Und zwar, hier das Herzteil hatten wir geholt, ne? Ja, genau, okay. Hier drin ist, glaube ich, nichts. Doch, ich könnte jetzt mit dem Hund, glaube ich, vielleicht ein Fragment vereinen. Mal gucken. Gucken wir einfach mal. Willst du? Ja, du willst. So. Schnappzu. Schnappzu. Dein Ernst. Dein Hund. Sein Hund heißt Schnappzu. Grilli. So, hier bekommen wir eine Truhe, okay. Ich werde vielleicht nicht alles einsammeln, Leute, weil manche Sachen sind halt einfach doof zu bekommen. Also da in dem Haus zum Beispiel müssen wir nochmal mit der Pflanze komplett darüber springen oder schwimmen. Darauf hätte ich keinen Bock. Und da ist wahrscheinlich wirklich eh nur wieder Geld oder sowas drin. Jetzt vereinen wir mit den Tingle-Brüdern und David Jr. Fragmente. Und dadurch entstehen in allen diesen vier Bäumen hier ein Eingang. Und ja, das bringt uns später etwas schon Nützliches, würde ich mal meinen. Jetzt können wir erstmal uns das hier alles noch holen. Ein neues Herz, nice. Und hier rein. So. Jetzt gehen wir erstmal hier unten lang. Ich weiß gar nicht, was hier war. Hier ist eine Truhe. Mit mysteriösen Muscheln, okay. Hier ist nichts. Hier ist auch noch eine Truhe, okay. Hier ist nichts, hier ist nichts. Und hier ist auch noch eine Truhe. Ein rotes Fragment. Und hier ein blaues Fragment, okay. So, ich glaube, ich gehe gerade den richtigen Weg, habe ich das Gefühl. Nee. Zu einer wundersamen Wand. Sehr schön. Das bringt uns den Goronen schon mal einen Schritt näher. Hat nicht geklappt. Allein schaffe ich das nicht. Und jetzt kommt ein weiterer Gorone. Ich habe das Gefühl, jemand ruft nach mir. Ein Freund ist in Not. Ich helfe gerne.
Du bist eine große Hilfe. Lass uns die Mauer gemeinsam einreißen. Bam. Bam. Und somit ist dort jetzt ein weiterer Durchgang. Aber jetzt kommen wir immer noch nicht weiter und brauchen noch mehr. Warte, gehen wir erst hier lang und ach komm, erst links. Brauchen wir noch mehr Goronen. Wie schnell man einfach graben kann mit diesen Schmetterlingen, ne? Das ist so geil. So, wo komme ich hier hin? Ah! Perfekt. Sehr schön. Okay, und jetzt hier oben weiter. Hier ist eine Truhe, okay. Hallo. Ein Glücksfragment. So, immer schön oben an der Wand lang graben, weil ich nicht genau weiß, wo die wundersamen Wände sind. Da war safe eine Truhe, das war so klar. Da ist keine, alles klar. Hier ist noch eine Leiter? Da ist auch noch eine Leiter? Da ist noch eine Leiter. Alles klar, drei Leiter. Leiter. Drei Leiter. Drei Leitern. Ich glaube, die eine führt zu einer Bohne, die wir ja schon gemacht haben, durch ein Fragment vereinen. Die anderen beiden? Kein Plan. Werden wir dann ja sehen. Hier ist, glaube ich, wieder ein... Nein, keine Truhe. Keine Truhe? Keine Truhe? Keine Truhen? Ah, okay, danke. Ich hatte schon echt Angst, dass hier die Entwickler endlich mal keine Truhen hingestellt haben. Aber, nein. Es waren Truhen da. Ah, okay, das ist nur so ein Übergang. Okay, deswegen hier. Zwei Leitern. Also drei Leitern insgesamt. Und hier dürfte nochmal eine wundersame Wand sein, ne? Nicht? Was ist hier? Warum geht das hier? Warum? Hä? Warum? Okay. Gut, dann klettern wir die Bohne hoch. Mit einem Herzteil, schön. 200 Rubine, wir können auch mal Fragmente farmen gehen. 200 Zaubermuscheln, Herzteil. Yeah. Ich weiß halt nicht, wie viele Bohnen es gibt und auf welchen Bohnen überall ein Herzteil drauf ist. Auf jeder vielleicht? Ich weiß es nicht. Kein Plan. So. Dann können wir hier jetzt wieder raus. Sind hier soweit fertig. Warte, war hier oben vielleicht noch eine Truhe? Nein, okay. Zack und runter. So. Was jetzt? Hier ist noch kein Weg drauf, genau. Wir könnten... Ich weiß gar nicht, was... alles nochmal da hinten überall war. Also wenn hier ein Minish wohnt irgendwo, dann... müssen wir mit dem Safe nochmal reden. Hey? Nein, okay. Kein Fragment. Hey. Hier drin war... genau. Konnten wir hier schon irgendwas machen? Ja, das haben wir gemacht. Okay, gut. Alles klar. Und geh weg. So. Gut, das hatten wir. Gab's hier noch mehr? Ich glaube nicht, ne? Da unten gab's halt noch was, aber da kommen wir noch nicht hoch. Weil das Spiel mag mich nicht. So, und sonst? Nee. Gut. Sonst war hier soweit, glaube ich, nichts mehr wirklich. Das heißt, wir gehen jetzt hier weiter erstmal. Wir haben den Wald noch nicht fertig, Leute. Wir müssen noch einiges machen. Aber wir können nochmal gucken, ob dieser liebe Schwertmeister... Nein, kein Fragment fallen will. Okay. So, wenn wir da links lang gehen, kommen wir wieder woanders hin. Wow. Das heißt, der Part ist auch gleich vorbei, merke ich. Gerade. Wir gehen erstmal hier lang. So, ich glaube, hier waren keine wundersamen Wände, ne? Ne, ich glaube, das hätte ich mir gemerkt. Doch, hier war ein... Nein! Mein Schild!
Mein Schild noch da? Mein Schild ist noch da, okay. Doch hier war eine wundersame Wand. Mit der habe ich aber schon ein Fragment vereint. Stimmt. So, okay, dann gehen wir hier wieder raus. Jetzt sind wir hier, genau. Will die Hexe eigentlich Fragmente vereinen? Das weiß ich gar nicht. Gucken wir mal nach. Nein, will sie nicht. Okay. Hätte ja sein können. So, sonst war hier. Da unten war nichts, glaube ich. Hier oben. Das ist halt der Hylia-See. Ja. Gehen wir nochmal kurz zu den Goronen. Die wollen auch manchmal Fragmente vereinen. Guck, das brauchen wir hier 4. Nein? Nein, okay. Dann machen wir als nächstes die Lohn-Lohn-Farm. Aber das kommt erst im nächsten Part, würde ich sagen. Könnt schon mal... Ne, als kleiner Mensch hier reingehen macht keinen Sinn, weil wir, glaube ich, nicht durch die Tür kommen hier, genau. Hey, du willst nicht, okay. Dann würde ich sagen... Gehen wir noch zu dem Tingle dort oben. Ne, Jingle, Tingle, ich weiß nicht, welcher es ist. Zack, 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 zack. Yeah, und klettern. Hey, und hier beenden wir jetzt den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!